Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play zu Minecraft Let's Play bei Florian TV. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge. Heute geht es um das Thema Füchse in der 1.15 Version von Minecraft. Da will ich heute ein bisschen was darüber erzählen, wo man Füchse findet, was sie so fressen, wie weit sie springen können und wann sie auch mal schlafen. So, fangen wir doch mal als allererstes an. Ja, Füchse sind halt eben neu, die findet man auf jeden Fall, findet man sie im Tiger-Bereich, in verschiedenen Einheiten, also Tiger-Biomen, so wie in Riesenbaum-Biomen oder auch im Riesen-Fichten-Tiger-Biomen findet man sie. Das mal schon mal so klar ist, die werden zu jeweils 8,5% gespawnt. Also ist wahrscheinlich Spawn-Wahrscheinlichkeit. Ja, fressen tun die auf jeden Fall. So sehen die übrigens aus. Die Füchse. Sozusagen fressen tun sie eigentlich Kabeljauch und halt eben Hühnchen. Die schleichen sich auch an die Hühner ran. Sind sehr scheue Tiere, muss man dazu sagen. Schlafen eigentlich auch überwiegend den ganzen Tag über. Und gehen auch an Bärensträucher ran, muss man mal fast so sagen. So, zähmen kann man sie eigentlich mit Essen. Und es ist wahrscheinlich sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass mal Füchse auf jeden Fall Gegenstände wie Leder, Eier, Federn, Weizen, Hasenpfoten, Kaninchensmärkte oder gebratenes Schweinefleisch mal im Maul haben, dass man sie damit antrifft. So, ich habe jetzt mal so ein paar hier gespawnt. Ja, also sehen aber auch ganz putzig aus. Die springen natürlich 3 bis 5 Blöcke auch mal zum Hühnchen hin. Also können so 3 bis 5 Blöcke springen hoch und sind halt eben auch sehr scheu. Und ja, wie gesagt, das sind so die neuesten, die dazukommen. So und haben ungefähr, ja, 10 Leben, gefühlte 10, also Lebensenergie heißt es 10. Ja, und das sind so die Sachen, die den Fuchs haben. Die können natürlich auch Junge kriegen, die sehen natürlich einen Ticken kleiner aus. Von mir laufen sie jetzt gerade weg, warum auch immer, die so eine Angst haben von mir. Wie man das so sieht, sieht man, dass er auch gerade schläft. Weiß nicht, ob ihr das richtig sehen könnt hier. Der schläft auch den ganzen Tag hier. Da sieht man es richtig, dass der sich so richtig zusammenkuschelt. Ja, wie man das so sieht, man muss sich natürlich auch anschleichen an den Fuchs. Weil sonst hauen die auch ganz schnell wieder ab, wenn man sich nicht. Oh, ja, es ranschleicht. So. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen sowas darüber erzählen. Also droppen tun sie auf jeden Fall. Ja, so ein bisschen, wenn sie mal Leder, Eier, aber das hatte ich gerade schon erzählt. Ja. Und das wäre es auch schon wieder gewesen. Ich hoffe, es hat euch an der Stelle mal wieder super gut gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Und auf jeden Fall nicht vergessen, einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo da lassen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal wieder mit einem großen Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Florian TV. Ciao, ciao.